Und weiter geht's mit Super Mario RPG. Ich bin Peruaner und letztes Mal haben wir hier auf dem Sternendingsbums aufgehört. Ich habe noch eine Karte dabei, um euch den Namen mal richtig zu sagen. Den Sternberg. Mann. Und ich guck mich mal einfach mal ganz kurz hier mal um. Einfach mal zu gucken, wie viel uns noch vorher. Erwartet. Das können noch ein paar Sachen werden, also das Let's Play ist eh ein bisschen länger. Aber gut, war auch so geplant, sag ich mal. So. Du öffnest dich, du sprichst mit mir. Muku Muku! Erledigt. Und dich erledige ich, glaube ich, auch nur mit einem normalen Schlag. 132. Na, okay. Nicht über... nicht übervorsichtig, wollte ich gerade gar nicht sagen, sondern übermütig werden. Ich will so ein guter Klempner wie mein Bruder Mario sein. Oh, Luigi. Wo ist der eigentlich in dem Spiel? Ich meine, ich habe so eine große Party hier. Es wäre geil gewesen, wenn Luigi auch dabei wäre. Oh, oh, oh. Dich erledige ich immer gleich mit Gino Strahl. Scheiße, auf den falschen gezielt, glaube ich. Oder? Ja, dich besiege ich sofort. Na gut. Lucky! Ja, danach... Das heißt, dass wir hiernach wieder so ein kleines Glücksspiel machen werden. Was so viel heißt... Oh, was für eine süße Attacke. Nein. Was so viel heißt wie... entweder doppelt Geld oder halt... unsere Münzen... Die wir gewinnen bleiben, so von der Anzahl, oder... Ja, verdoppelt deine Münzen, wie es. Gewinne oder verliere viel? Ich mach mit. Finde Yoshi. Verdammt. Okay, das heißt, null Geld. Aber dafür bleiben ja die Erfahrungspunkte und hilft mir auf, ist auch immer gut. So eine Art Beleber. Ich möchte schneller sein. Ja, schneller als was. Ich möchte berühmt sein. Ja, das wäre ich auch. Das wäre ich auch gerne. So ein Promi wäre voll gut. Voll korrekt. What the fuck? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Also, ich meine, das war jetzt gerade gar nichts, dass ich den Stern einfach so gefunden habe und dann, ja, super. Oder war das jetzt einfach die Belohnung, dass ich auch gegen Booster und so kämpfen musste? Weil sonst würde es für mich ehrlich gesagt nicht so viel Sinn machen. Gebe ich gerne zu, weil das ging einfach gerade zu einfach. Entweder passiert gleich noch was, oder es war wirklich die Belohnung dafür, dass ich Booster so schnell erledigt habe. Du kommst von weit her, doch deine Reise ist noch nicht vorbei. Es gibt noch 3 Sterne. It's me, Mario! Ich kann das nicht nachmachen, it's me, Mario. It's me, Mario! Nee. Das sollte ich auch lassen. In Synchronstimmen bin ich nicht gerade gut. Dafür sage ich, glaube ich, immer. So. Jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Das, aber vielleicht... Ist da ja noch irgendwas? Nö. Gut, dann gehen wir wieder durch das nächste Sternberg. Was wiederum heißt, dass wir jetzt eigentlich das hier voll fertig haben. Küstenstadt. Küstenstadt, das sagt mir irgendwie, dass wir gleich dann in Richtung, ja, Meer aufbrechen werden. Speicherpunkt, ganz gut. Ganz gut, so. Küstenstadt, 4 Sterne. Also sind wir ungefähr bei der Hälfte angekommen. Das ist das Hotel. Es ist heute kostenlos. Okay. Was hat der denn? Irgendwas ist los hier.
Hat er mir gerade alles geklaut oder so, oder? Nee, oder? Das ist das Hotel. Es ist heute nicht jetzt. Okay. Irgendwie hat das sich komisch angehört. Also du mir was geklaut, klauen wollte. Aber gut, gehen wir mal in den Shop hinein. Sie drehen sich immer zu. Ja. Ach ja, ich habe ja noch diese Funktion herausgefunden, dass ich schneller laufen kann auf der Y-Taste. Wenn du in den Ozean willst springen, die Strudel. Der Dorfwärter ist in seinem Haus. Er ist hier an die am meisten respektierte Person. Was ist denn mit euch los? Ich will wissen, was mit euch los ist. Ja, die sehen alle ein bisschen bleich aus, obwohl ich das mit der SNES-Quali jetzt eh nicht so gut... Du sammelst doch Sterne, oder? Nur noch drei weitere. Boah, was war das? Ich bin nur ein Kunde. Mal ein bisschen gucken. Ist irgendwas versteckt hier? Sag nichts, du willst Proviant. Ich weiß. Mhm. Nee, okay. Mhm. Was bekomme ich denn hier? Vergiftet einen Gegner. Nee. Mukus. Muka. Ja. Fruchtbombe. Feuerangriff auf alle Gegner. Feuerbombe. Eisbombe. Gut, du hilfst mir jetzt gerade nicht weiter, weil ich diese Sachen mir persönlich ein bisschen zu teuer. Was wiederum gut ist, ich weiß ja jetzt, dass ich hier gut mich erholen kann. So umsonst. Mitten im Hotel ist ein Piratenschiff. Du findest einen... Ich meine, da ist... Ein Pirat lebt dort. Er heißt Jonathan Jones. Er ist nicht sehr nett. Aber immer wieder auf die falsche Taste drücken. Ein Stern fehlt es mir. Der Pirat wahrscheinlich. Ich meine, dieser Jonathan Jones hat ihn vielleicht. Er ist böse. Ja, ich freue mich jetzt schon, weil wir einen neuen Endgegner haben. Und ich glaube, das wird ein ganz schön schwieriger Kampf. Ja, da kommen wir auch da rein, jo. Also, was heißt, endlich mal eine Herausforderung. Aber, hier ist nichts Interessantes drin. Also, sieh es gar nicht. Sagt der Sandra das auch? Du kannst hier nicht rein, das ist Sperrgebiet. Achso, schade. Ich dachte, hier wäre wie schon mal in irgendeinem anderen, dass sie hier, dass man durch den Schornstein da reinkommt. Das wäre witzig. So, bestimmt ist hier irgendwo noch ein Item versteckt. So, was kann man hier reinmachen? Endlich! Du hast lange gebraucht. Ich bin der Dorfälteste. Ich bekam eine erhobene Stellung, da ich meinen Vorgesetzten gepasst habe. Darum bin ich sehr gut. Ein Stief in den Ozean. Ich bräuchte ihn aus einem bestimmten Grund. Du musst ihn für mich finden. Was ist mit euch los? Das ist doch nicht normal, dass sie nur Angst vor Piraten haben, oder? So. Hallo, du bist Mario, stimmt's? Kennst du mich noch? Ich habe dich am Froschteich gesehen, als ich noch eine Kaulquappe war. Ich lernte vieles von Frau Fuzius und jetzt suche ich nach dem Sinn des Lebens. Es ist hier so ruhig, fast schon unheimlich. Etwas Besonderes los? Wahrscheinlich gibt es mich nicht. Wahrscheinlich geht es mich nichts an. Aber falls du Froschmützen hast, kannst du tolle Items kaufen. Ich hab. Oh, und tschüss. Um aus Kämpfen wegzurennen. Um einen Kampf nochmal von vorn zu beginnen. Das ist ja geil. Münzentrick. Doppelt im Gewinn. Verdammt, ich brauche dringend mehr Froschmünzen. Das sind ja richtig geile Items, die ich hier jetzt bekommen kann. Hm.
Ich will später mal, mache ich mal offscreen, will ich was ausprobieren, ob man eventuell im... Naja, das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber obwohl, ja, probieren geht über studieren. Ich probiere einfach mal aus, aber im Midas-Fluss. Diesen Fluss, den wir da runter geschwommen sind und wo wir da Froschmünzen auch sammeln konnten. Ob man das mehrmals machen kann. Ist zwar ein bisschen gescheatet und lame dadurch, aber... Dann hätte ich ein paar und das fände ich nicht schlecht. So. Einmal eine Stadt, einmal ein Ausgang mit nichts. Ich gehe mal hier raus und gehe in Richtung Meer. Ja, ist ganz klar. Gut, ausgerüstet bin ich. Was ist denn das hier? Oh, schon nicht schon wieder eine Höhle. So wie ich so langsam dieses Spiel kenne, gibt es hier wieder 20 Wege. Was bist du denn für ein Typ? Es ist lange her, dass jemand hier vorbeigekommen ist. Klassische Mario-Wurf-Attacke. Doppelt verkloppt sie ordentlich. Okay, das habe ich noch gar nicht. Habe ich schon? Ich werde einfach mal ein Matrosenhemd kaufen. Das Schiff, weil du hier gekauft hast, erzähle ich dir irgendwas Interessantes. Das Schiff sank in ruhiger See bei einem Riesenkarkas-Angriff. Einige wollten sie sehen, aber niemand ist hier zurückgekehrt. Gut, oder auch schlecht. Ich will aber mal gucken, ob so ein Matrosenhemd. Ja, ist er magischer Verteidigung auf 0? Moment mal. Mario hat magische Verteidigung 0? Nee, die ist auf 37. Das macht aber keinen Sinn. Moment mal, ausrüsten. Glückshemd weg. Das Matrosenhemd an. Du hast mehr für eine Normalverteidigung jetzt. Noch magische Verteidigung hat sich erhöht. Oder blicke ich da jetzt nicht mehr durch? Na gut. Das, was ich jetzt machen kann, ist, jeder kriegt einen Matrosen, naja, Dingens, was sie halt da brauchen. Kaufen. Mellow. Gino. Seefraukleid. Und Bowser bekommt nichts. Eventuell kann ich dann für Bowser dann halt den Kampfhandschuh kaufen. Das andere besitzen wir schon, das heißt, dass die alle schon ausgerüstet sind damit. Um die Party im Kampf zu erfrischen, nee. So, ich muss auch bald mal wieder, ich werde auch bald, achso, eventuell auch offscreen ein wenig leveln. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir ein bisschen zu schwach sind. Aber das habe ich schon mal gesagt und habe es nicht gemacht. Aber gut. Ich meine, jetzt von dem einen Stern zum anderen Stern haben wir nicht gerade viel Level hochbekommen. Und vor allem haben wir noch eine Peach im Schlepptau, die nicht gerade stark ist. Nicht um zu sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Guckt euch mal das magische Verteidigung an. Die geht dann hier auf runter. Und hier geht die plötzlich wieder hoch. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Glücksumhang. Tausch mit Matrosenumhang. Ja, damit hat sich dann das auch schon schön erhöht. Polarkleid. Polarkleid?
das macht Sinn. Oder? Doch. So. Was ich jetzt nur kurz machen kann, ist was verkaufen. Damit mein Inventar auch voll ist. Moment. Muss mal kurz niesen. So, kurz mich stumm geschaltet, Items verkaufen. Darunter. Na, ich komme schon wieder. Moment. Ich brauche Waffen verkaufen. So. Froststab. Boxhandschuh, Fingerschuss, Becken, Beißschale, Superhammer, Megahemd, Megahose, Umhang, Glückshemd, bla 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 bla. Somit habe ich auch schon wieder eine Menge Geld, also... Ja, komm schon! So, ich habe jetzt... Habe ich zwei Wege? Nochmal zurück. Wo komme ich hier lang? Oh! Sterne. Naja, gut. Ich speichere hier. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich merke gerade mittendrin beim Aufnehmen, dass ich hin und her andauernd wackel. Dadurch bestimmt meine Aufnahmen hier, also mein Ton ein wenig hin und her schwanken wird. Muss ich mich mal gewöhnen, mit meinem Kopf so an einer Stelle zu bleiben. Ich Idiot. Das ist ein Gegner. Hm. Gut, was kannst du? Erholung! Was ich jetzt von der Logik her eventuell denke... Once again, yeah! Dass diese Wasserobjekte anfällig auf... Nein! Ja, die sind anfällig auf Fehlversuche. Nee, anfällig auf Donnerschläge, wollte ich eigentlich sagen. Ah gut. Bowser erreicht Level 11. Oh, was machen wir mit dir? Du machst mir auch Angriff. Damit wir werden dich irgendwann richtig gebrauchen können, weil du so... Und dann... Ja, mal gucken. So, ich muss da jetzt... Moment. Ach, Moment. Das ist ja geil. Ha, ausgetrickst. Stimmt, kann ich hier noch dann irgendwas... Nee, ist kein Item. Dann nehme ich einfach das da. Oh, geil. Zweimal Level Up. Wir sind aufgestiegen. Ist das geil? Gino erreicht Level 11. Gino, was hast du nochmal für gute Werte? Du brauchst dringend was in Verteidigung. Gino, ein Gino-Wirbel. Hm, der würde ich gerne was in... Hm. In normalen was geben. Einfach mal einen Angriff. Peach erreicht. Toast. Also ich nenne sie es immer Peach. Also ich mag den Namen lieber als Toasto. Wenn das vielleicht auch... Ich glaube, das sind da vielleicht auch zwei andere Personen. Irgendwie oder so. Moment mal, was hat sie denn für Werte? Nein. Du kriegst mal einfach HP-Erhöhung, weil du noch sehr niedrig da bist. Gino-Wirbel. Gucken wir mal auf Spezialattacken und gucken uns an, was du da Neues kannst. Vorkontakt, mit Vorkontakt Y drücken für kritischen Treffer. Mhm. X kurz vor Blitzende drücken. Mhm. Moment, kurz gucken, was ich hier noch so habe. Na gut, das ist gut, dass die jetzt alle so dadurch aufstocken konnten. Also nicht aufstocken, sondern leveln. Gut. Trotzdem will ich keinem Kampf aus dem Weg gehen. Werde dich angreifen. In der Hoffnung. Du bleibst. Ich würde ihn zerstören und er bleibt hier. Navin greift an. Oh nein. Können die Erholung nicht auf sich selbst einsetzen?
Nein, ich muss das jetzt richtig reinhauen. Geht doch. Wir sind jetzt zwar nicht bei Pokémon, aber irgendwo hat das auch alles einen Sinn. So. Wo komme ich hier rein? Ach, hier komme ich jetzt an diese Items. An den. Blume. Frogcoin. Und wenn ich hier gerade schon bin, werde ich auch gleich nochmal speichern. Muss ich zwar den Weg nochmal rumgehen, aber das ist jetzt das Coole, durch diese Funktion, die mir jetzt bekannt ist, dass ich hier so schnell laufen kann, wie in Mario Bros. Und so. Ja, kann ich dann auch, ja, ist das eigentlich viel besser. Auf das wollte ich ja nicht da hinaus, dass ich dadurch auch schneller Räume durchqueren kann. Oder, ja. Moment mal, wie viel braucht noch Mario, um mein Level aufzugehen? 42. Du brauchst... Die anderen brauchen noch richtig viel, aber Mario dürfte eigentlich demnächst mal wieder ein Level aufsteigen. Das heißt... Nee, ich mach den nicht. Ich probiere noch mal. Ich bleib bei der normalen Attacke. Weil einfach so Erholung, oder? Ja, nicht auf dich selber. Dann ist das war blöd, weil ich dich jetzt angreifen kann und jetzt bist du Geschichte. Das gleiche mache ich mit dir. Du hast nämlich auch jetzt auch schon weg. Ja, wir machen schon mal auf die, wenn man angegriffen wird, warum macht man dann Erholung auf den Kollegen, der noch voller hat? Ach, ich frage es gar nicht nach Sinn. Also ja, und auch noch abgepasst. Perfekt. 130 Schaden. 126 Schaden und beide erledigt. Und noch ein Pilz aufgesammelt. Ach, scheiße auf das Level, Mario Level aufsteigen. Ich möchte weiterkommen. Wie komme ich nach da oben? Ich kann ins Wasser springen. Schande. Ich glaube, das war nicht gut. Ich sag jetzt einfach mal ganz... Oh, da war ein Wirbel. Ach so, komme ich da oben hin. Ultrapilze halten. Das hört sich ja geil an. Was kann denn der? Items? Füllt HP komplett auf. Naja, derzeit bringt mir das noch nicht viel. Irgendwas bei Gino. Und eventuell bei Bowser, aber... sonst bringt das mir natürlich nicht viel, weil der Superpilz mit 80 HP füllt das auf und ja... Das reicht. Und wenn Gino wirklich so wenig dann hätte... Okay, es gibt immer dann das Wenn und Aber. So, gucken wir. Na komm. Du machst die Abwehr. Ink Blast. Oha. So, abgewehrt. Du machst normalen Sprung auf einen von denen. So, und du machst den Moment, Schocker, Schocker. Genau, Schocker. Lernen wir noch mal Deutsch für Anfänger mit Peruana. So. Ich dachte nicht, dass der Donnerschlag ein bisschen mehr Schaden macht, aber gut. Gut, beide erledigt. Damit hat das sich auch. Ich hätte die beiden schon früher einsetzen müssen. Ja. Lucky bringt es eigentlich nur auf. Ja, ich mach mit. Hm. Nein! Fuck.
Der Kampf war nicht ganz, ganz gut und dann bekomme ich jetzt gar nichts. Okay, ich, wie es aussieht, muss ich in das Schiff da rein. Ich habe auch schon so einen kleinen Verdacht, was da, also nicht was da auf mich, oh Mann, was da auf mich warten wird, sondern ich habe einfach den Verdacht, dass, wo ich da, dass ich ins Schiff muss. Na gut. Oh, 200 noch, Lucky schon wieder. Der verpisst sich. Ich habe ihn getroffen. Oh, ist das lame. Ich bekomme 4. Ja, okay, dann mache ich auf jeden Fall mit. Ist auch egal. So. Und das. Das ist schon das dritte Mal nacheinander, dass ich dann immer falsch liege. Gut. Peru. Das ist das Spiel. Das Spiel ist abgestürzt. Nein.